Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Georges Kanal aus Pagera. Heute geht es einmal um diesen Strand, den Tora-Strand. Der ist schon mal sehr, sehr beliebt. Und dann gehen wir rüber an einen zweiten Strand und das ist der Palmyra-Strand. Auch hier schauen wir uns die Strandpromenade insbesondere an. Und wo Pagera liegt, darauf gehe ich heute noch mal kurz ein. Und zwar selbstverständlich auf Mallorca, und zwar im Südwesten der Insel. Einfach zu erreichen von Palma 10 bis 15 Minuten per Autobahn, die MA1 und dann Richtung Port de Andratx ungefähr vom Autobahnkreuz. Wenn man von der Via de Cintura kommt in Palma, sind es ungefähr dann noch 10 Minuten. Parkplätze, ja, die bekommt man, wenn man am Rand bleibt und nicht unbedingt bis ins Zentrum fahren möchte. Selbstverständlich kann man auch mit dem Bus von Palma hierher oder aus Richtung Andratx oder aus den Tramontana-Gebirge. Wir kommen heute durch die Hintertür. Ich komme aus Richtung Camp de Mar. Hab diese Strecke mal gewählt, weil sie eine wirklich schöne Strecke ist. Man kommt hier den Berg hinunter, links und rechts, schöne Begrünung. Das sind noch die Ausläufer des Tramontana-Gebirges, weil von hier aus ist es wirklich ein Katzensprung ins Tramontana. Entweder Richtung Andratx oder wir können auch Richtung Escapdeia fahren. Und dann sind wir ja schon fast mittendrin im Tramontana-Gebirge. Von da aus Richtung MA10, wie auch immer. Also eine schöne Tour, wenn man hier als Tagesgast herkommt. Oder warum nicht hier auch ein, zwei Wochen traumhaften Urlaub verbringen. Ja, heute ein wirklich schöner Tag mit herrlichem Sonnenschein. Hitzewelle im Südwesten, Temperaturen von 35 Grad aktuell. Ab morgen stürzt die Temperatur ein klein bisschen ab. Da reden wir von 5 Grad, also nicht der Rede wert. Es wird ein bisschen sich zuziehen. So ganz so blau wird es morgen nicht aussehen. Aber das ganz große Unwetter ist eigentlich nicht zu erwarten. Das wurde vorhergesagt. Alles ist möglich auf Mallorca, das haben wir vor kurzem mal gesehen. Aber wir gehen mal nicht im Moment vom Schlechtesten aus. Hier erreichen wir den Boulevard. Rechts hoch geht's nach Cala Fornells. Auch das habe ich immer mal wieder vorgestellt. Ist ein wunderschöner kleiner Ort. Allerdings von der Kapazität her sehr, sehr begrenzt. Also heute, an dem heutigen Tag und in der Hochsaison, kann man das eigentlich vergessen, da noch hinzufahren. Es sei denn, man ist wirklich morgens ganz früh dran, dann hat man eine Chance, dort zu parken. Und sein Auto da irgendwo abzustellen. Oder, wer weiß, man kann ja auch mit dem Fahrrad, mit dem Roller, wie auch immer, hierher kommen. Wir sind hier übrigens am Nachmittag. Das heißt, deswegen die Straße ein bisschen ruhiger. Und deswegen eine entspannte Tour. Also wir gehen jetzt gleich spazieren hier über den Boulevard und dann, wie schon anfangs gesagt, auch Richtung der beiden Strände, Tora und Palmyra Strand. Es gibt da noch einen dritten, den La Romana Strand. Eingezingelt werden wir eben von Cala Fornells und von Costa della Calma. Aus Camp de Mar kam ich gerade, also auch das ist noch eine Tour wert, einen kleinen Ausflug dahin. Zu Fuß ungefähr eine halbe Stunde, mit dem Bus 10 Minuten höchstens. Wer von hier zum Flughafen oder umgekehrt vom Flughafen hierher möchte, hier ist eine Preisliste. Je nachdem, man muss Minimum 50 Euro rechnen und kann auch schnell bei 60 Euro landen. Der Mittelwert ist bei 55 Euro. Nun ist Pagera auch nicht ganz klein. Wenn man den Ortsrand Richtung Palma
rechnet, dann kommt man mit 55 Euro ganz gut hin. Es sei denn, der Taxifahrer hat einen anderen Tarif gedrückt. Ich habe bis jetzt noch nicht rausgekriegt, wie die das machen. Bin schon ein paar Mal drauf reingefallen, hatte keine Lust auf Diskussion, hab's bezahlt. Es waren mal eben 5 Euro mehr. Aber es gibt natürlich auch vom Flughafen her einen Shuttlebus. Auf den Bus werde ich demnächst nochmal eingehen. Da sind immer wieder Fragen dazu. Ich habe schon ein Busvideo eingestellt. Das kann ich gerne nochmal verlinken, aber es kommt noch ein Update. Es ist doch einiges zu beachten, wenn man hier Bus fährt. Nicht nur Barzahlung, sondern auch Kartenzahlung ist möglich. Wir gehen jetzt erstmal auf den Boulevard von Pagera. Ja, wie schon angedeutet, am Nachmittag entspannte Atmosphäre hier, sehr ruhig. Das sieht abends ganz anders aus. Abends wird hier nach herzenslos flaniert. Es gibt hier mittlerweile so viele Eisdielen. Allein bis hier vorne jetzt, von eben vom Beginn des Boulevards, gibt es jetzt schon mittlerweile 3 neue Eisdielen. Bei dem Wetter dürften die natürlich ganz guten Umsatz machen, vorausgesetzt Qualität und Preis stimmt. Ansonsten sind die Geschäfte hier alle gut belegt. Viele Wiederholungen natürlich, viele Strandartikel, Accessoires, Modegeschäfte. Wer richtig trendige Mode sucht, wird hier auch fündig, aber nicht so die Markenmode, die man sich vorstellt, die man aus irgendwelchen großen Centern kennt. Ein sehr touristisch geprägtes Sortiment, würde ich es mal bezeichnen. Man soll aber diesen kleinen Boutiquen nicht Unrecht tun, auch kleine Boutiquen, die sich viel Mühe geben, die eine klare Zielgruppe haben, meistens Frauen, also auch zum Shoppen geht's hierher nach Pagera. Abends gibt es hier auch in dem einen oder anderen Lokal so ein bisschen Live-Musik, Live-Gesang.
Wer möchte, kann auch tanzen. Da hinten, ungefähr 50 Meter auf der rechten Seite von hier, ist ein Tanzlokal. Die öffnen allerdings erst ganz spät ihre Tore. Dann geht's da bis zum Morgengrauen. Hier geht's zum Palmyra-Strand. Da gehen wir aber später hin. Hier die La Guta Bar, die wurde umgebaut. Mallorquinische Bar, die ja schon viele Jahre ansässig ist, wurde vergrößert. Ja, hier wird abends ein bisschen gefeiert, kann man sich vorstellen. Hier sind Stehtische, Fässer und Barhocker. Hier ist abends immer was los. Mehrere Lokale hier auf dem Platz. Und von hier schon mal einer der schönsten Ausblicke, den man hier haben kann in Palmyra, auf die ganze Bucht vor dem Palmyra-Strand. Herrlich. Thank you.
Hier am Boulevard findet man mehrere Bushaltestellen, die sind ganz gut zu erkennen. Es gibt ein Infotainment-System. Also alle paar Minuten fährt hier ein Bus ab und ist eigentlich gar kein Problem. Richtung Flughafen circa alle 40 Minuten und Richtung Palma, wer Richtung Palma möchte, hat auch genügend Gelegenheiten, dahin zu kommen von hier. Ein paar Lokale sind abends geschlossen hier, weil die Leute, die hier arbeiten möchten, auch nicht mehr so unbedingt Schlange stehen, so wie früher. Es ist schwer, Personal zu finden, genauso wie in vielen anderen Ländern und Orten. Allerdings ist die Auswahl ja schon riesig, ne? Wer sich für Hotels hier in Pagera interessiert, es gibt zwei Videos, die erst vor circa anderthalb bis zwei Wochen online gegangen sind. Gerne mal reinschauen, vielleicht findet da jeder so sein Hotel. Vielleicht auch, dass man eins, das man schon gebucht hat. Die Qualität ist in den letzten Jahren immer besser geworden.
aufgrund der Anfeindungen, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Ja, Sonntag die Demonstration an der Playa de Palma in Arenal. Ja, auch da gibt es ja ein Video. Also es gibt wirklich im Moment eine große Auswahl von verschiedenen Videos. Jeden Tag ein neues im Schnitt. Anfeindungen hat man hier eigentlich als normaler Tourist, als normaler Urlauber nicht zu befürchten. Das kann man, glaube ich, sagen. Es wurde oft die Frage jetzt gestellt in den Kommentaren, ob man noch bedenkenlos nach Mallorca kommen kann oder nicht. Oder ob man Angst haben muss. Angst auf gar keinen Fall. Also nicht als Urlauber. Also die Leute, die hier sagen, Tourist, geh doch nach Hause. Das ist eine Minderheit. Die meisten sind hier wirklich auf herzlich willkommen eingestellt, die meisten Leute, weil sie einfach wissen, was sie an den Urlaubern haben und freuen sich, wenn die Gäste treu sind und wiederkommen. Und das zeichnet Pagera halt aus. Pagera hat viele treue Urlaubsgäste, die jährlich oder auch öfter wieder hierher kommen. So viel zu dem Thema. Ja, wir sind jetzt gleich am Torastrand, da werfen wir einen kurzen Blick darauf. Ja, das ist der Torastrand mit in seiner ganzen Breite und Tiefe. Viele Liegen aufgestellt. Zwei Liegen mit Schirm plus Tresor kostet am Palmyra-Strand 20,50 Euro. Und hier ohne Tresor, also ein kleiner Tresor, ist das für Wertsachen 19,50 Euro. Ist schon im oberen Segment. Aber es gibt ja auch einige Geschäfte, die Liegen und Schirme verleihen. Also das ist für viele eine Alternative. Wir gehen jetzt weiter zum Palmyra-Strand. Da gibt es hier oben einen Verbindungsweg. Der ist nicht allzu schön, aber ist von hier der kürzeste Weg dahin. Einmal berghoch und wieder bergrunter, dann sind wir schon da. Der Palmyra-Strand ist von der Länge her der längste Strand von Pagera. Was die Tiefe anbelangt, nicht der größte, weil er auch in den letzten Jahren doch ein bisschen gelitten hat. Das Meer hat sich
ein paar Teile Sand zurückgeholt, deswegen ein wenig schmaler als in den letzten Jahren. Also wer zuletzt so vor 5-6 Jahren hier war und das ungefähr noch weiß, wie der Strand damals aussah, der wundert sich. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte, wo man das dran sehen kann, dass der Palmyra Strand schon um einiges schmaler geworden ist. Trotzdem immer noch schön, das Prunkstück von Pagera. Und wenn man alle drei Strände nimmt hier, hat man natürlich ordentlich Abwechslung. Da drüben auf der anderen Seite, da liegt Calafonels. Da gibt es zwei kleine Buchten. Wir verlassen den Weg hier gar nicht. Wir bleiben auf der Strandpromenade. Hier gibt es ungefähr 7-8 Lokale. Eins haben wir eben schon passiert. Die anderen kommen da vorne alle. Also es gibt einen guten Mix von Bars und Restaurants hier, verschiedene Geschmacksrichtungen, Preislagen, Pizzeria, Fischladen und so weiter. Pagera gehört zur Gemeinde Calvia und die Gemeinde Calvia hat ein neues Logo und hat das hier überall an den Infotafeln präsentiert. Diese Infotafeln, die sind genial, die suchen ihresgleichen auf Mallorca. Heißt nicht, dass andere das nicht auch können, aber die sind schon richtig schick gemacht, hochwertig, informativ, klasse. Thank you.
Ja, auch Leute mit Handicap sind hier herzlich willkommen. Hier gibt es diesen Pavillon. Diese Pavillons, die gibt es an vielen Stränden auf Mallorca, auch hier. Allerdings ist der Weg hierher nicht ganz einfach. Man muss schon am Ende dieses Strandweges hier, da ganz hinten, da ist ein Weg, der noch am besten zu überwinden ist. Alle anderen Wege hier runter sind schon ziemlich steil oder enthalten auch Stufen. Also behindertengerecht ist das alles hier nicht so sehr. Dann sollte man vielleicht eher den La Romana Strand wählen. Da hat man die größte Chance, kostengünstig nämlich for free Parkplatz zu kriegen. Was hier in Pagera ein großes Problem ist ansonsten. Aber La Romana ist noch kostenfrei. Ja, die Liegen, hatte ich gesagt, 20,50 Euro zum Beispiel im Vergleich zu, also das ganze Paket zu Cala Mayor, ist das ein Riesenunterschied. Da nimmt man 14 Euro. Das sind 6,50 Euro weniger. Fürs Parken zahlt man da gar nichts. Das ist jetzt kein, ja, das ist jetzt kein Nachteil für Pagera, aber es ist natürlich sehr touristenfreundlich in Cala Mayor. Das muss man einfach mal betonen. So, das war das Video hier aus Pagera. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wer Georgis Kanal noch nicht abonniert hat, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich danke für alle zahlreichen netten Kommentare und bin immer offen für was Neues, wenn ihr Georgis Kanal unterstützen möchtet. Ich verabschiede mich hier und heute, sage Tschüss, Adios und Bye Bye. Freue mich aufs nächste Video gemeinsam mit euch. Sag Servus, euer Jörg.